Der Auftritt vor Publikum darf Spaß machen. Doch der ist meilenweit entfernt. Die Symptome reichen von Nervosität bis zur blanken Panik. Mal Ewigkeiten vor dem Ereignis, mal kurz davor und mitunter plötzlich mittendrin. Auftrittsangst kann ziemlich unangenehm sein. Wenn Lampenfieber die Wirkung von einem Espresso zu viel hat, erinnert Auftrittsangst an einige Kannen Koffein, mindestens. Viele Musiker und Musikerinnen kennen Lampenfieber vor ihren Auftritten. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad normal und oft sogar hilfreich. Die Menge macht das Gift. Eine musikalische Auftrittsangst geht deutlich über das übliche Lampenfieber hinaus. Die Auswirkungen reichen bis hin zur Beendigung vielversprechender musikalischer Karrieren. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Sehr häufig habe ich es mit Menschen zu tun, die sich bei ihren Auftritten vor Publikum sehr unwohl fühlen. Meist arbeite ich mit Rednern und Rednerinnen. Doch Auftrittsangst betrifft auch andere Gruppen. Viele Musiker und Musikerinnen kennen Lampenfieber vor ihren Auftritten. Eine Auftrittsangst bei Musikern geht allerdings deutlich über das übliche Lampenfieber hinaus. Die Auswirkungen reichen bis zur Beendigung vielversprechender musikalischer Karrieren. Die Aufgabe von Träumen. Im englischen Sprachraum wird übrigens von Music Performance Anxiety gesprochen. Das ist eine Leistungsangst. Wenn Routine die Sache nicht einfacher, nicht besser macht. Ja, es stimmt. Übung macht die Meister. Doch trotz, mitunter auch gerade wegen zu umfangreicher, verkrampfter Vorbereitung mit ausgedehnten Proben, kommt es ausgerechnet bei Auftritten zu deutlichen Einschränkungen. Die Leistung bleibt erkennbar hinter den Möglichkeiten. Betroffene erleben körperlich fühlbare Symptome mit Einbußen der motorischen Feinabstimmung. Sie fühlen sich unsicher und oft kommt es zur Einschränkung der Konzentration und Gedächtnisleistung. Ursachen. Einem Vergleich besonders ursprünglicher Bereich im Gehirn ist an der Auftrittsangst maßgeblich beteiligt. Das Stammhirn will durch eine Art Mobilmachung dabei helfen, existenzielle Notsituationen zu überstehen. Allerdings schätzt es die Situation sehr häufig anders ein, als es hilfreich ist. Die erhöhte Sympathikustätigkeit beeinträchtigt die Leistung, schadet statt zu helfen. Der Körper und der Geist werden auf Flucht und Kampf vorbereitet, doch beides findet nicht statt. Der Körper will fliehen, doch das Gehirn verhindert es. Klar, das kann erhebliche Verwirrung stiften und die Leistung beeinträchtigen. Das Herz schlägt schneller, Muskelzittern stört die Motorik und Lippen zittern die Stimme. Andere Begleiterscheinungen sind Mundtrockenheit, feuchte Hände und Schweißausbrüche. In einem solchen Zustand kann von Freude am Auftritt nicht mehr die Rede sein. Betroffene reißen sich im Riemen. Auf das Publikum wirkt das dann oft hölzern, unbeteiligt und mechanisch. Der ersehnte Funke springt nicht über. Konditionierung und Teufelskreis. Unangenehme Erfahrungen prägen sich ein, führen leicht in einen Teufelskreis. Schon die Erwartung sorgt dann vor jedem Auftritt dafür, dass sich die Angst vor den Folgen der Auftrittsangst steigert und steigert und steigert. Die daraus resultierenden negativen Auswirkungen verstärken die Angst und ein Kreislauf mit Folgen. Auftrittsangst als Tabuthema. Leider ist auch die Auftrittsangst mit einem Tabu belegt, obwohl sie so weit verbreitet und therapeutisch so gut lösbar ist. Manche künstlerische Karriere ist nicht an mangelndem Talent oder an Fleiß gescheitert, sondern an Auftrittsangst und Schamgefühl. Soweit ich das erkennen kann, leiden erstaunlich viele Musikschaffende unter Auftrittsangst und die Lösungsversuche sind häufig recht eigenwillig, seltener empfehlenswert. Anzeichen für musikalische Leistungsangst. Wer meint, als Musiker oder Musikerin unter Auftrittsangst zu leiden, ist damit nicht allein. Viele Musiker mit sozialen Ängsten haben Schwierigkeiten, vor Publikum aufzutreten. Ja, das
ist sehr unangenehm. Solch eine Auftrittsangst ist vergleichbar mit der Phobie, vor Publikum zu sprechen, einer Redeangst. Die Auswirkungen der Angst auf die eigenen Leistungen sind sehr real. Betroffene hören allerdings häufiger, dass sie sich das alles nur einbilden oder dass sie sich einfach zusammenreißen müssen. Diese Art von Ratschlägen ist nicht sehr hilfreich. Es liegt in der Natur des Angstkreislaufs, dass er sich selbst aufrechterhält. Stattdessen gibt es Dinge, die in den eigenen Händen liegen und die deutlich hilfreicher sind. A. Selbstkritik. Betroffene neigen dazu, sich selbst vor, während und nach dem Auftritt zu kritisieren. Das kann ein Zeichen dafür sein, mit Leistungsangst bzw. Auftrittsangst zu kämpfen. Es können Gedanken auftauchen wie: Ich weiß, dass ich schlecht sein werde. Jeder kann sehen, dass ich Angst habe. Solche selbstkritischen inneren Dialoge halten die Angst aufrecht und vertiefen sie. Es wirkt wie eine Art Mantra. Und so etwas macht es schwer, sich zu konzentrieren, gelassen zu bleiben und wird schließlich zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung. B. Körperliche Symptome der Angst. Zusätzlich zu den Gedanken treten bei Auftrittsangst von Musikern auch körperliche Symptome auf. Und die häufigsten sind eine erhöhte Herzfrequenz, Zittern und Schwitzen. Die auftauchenden Symptome beeinträchtigen die Leistung. Und Leistungsangst hat bei Musikschaffenden dann zusätzliche Nachteile, weil es die Motorik beeinflusst. Viele Musiker kennen Herzrasen und Kurzatmigkeit. All das, was mit musikalischer Auftrittsangst einhergeht. Und dann ist es sehr schwer, ein Instrument zu spielen oder die Stimme effektiv einzusetzen. C. Übermäßige oder unzureichende Vorbereitung. Viele Betroffene bereiten sich wegen ihrer Angst übermäßig auf musikalische Darbietung vor. Sie übertreiben es vollkommen. Andere bereiten sich zu wenig vor, weil die Angst zu groß ist, ganz egal, was sie tun. Auch das sind Hinweise, möglicherweise an Auftrittsangst zu leiden. Besonders erstaunlich ist, wie negativ sich falsches Üben unter Druck auswirkt. D. Gedanken lesen. Viele Betroffene von Auftrittsangst versuchen sich im Gedankenlesen, meinen die Gedanken des Publikums lesen zu können. Und auch das ist ein häufiges Problem von Menschen mit Auftrittsangst. Sie sehen vielleicht jemanden im Publikum, jemanden, der die Stirn runzelt und denken, da hat jemand einen Fehler entdeckt. Jemand gähnt und sie wissen, dass sie ihn gelangweilt haben. Auch wer nicht meint, die Gedanken des Publikums lesen zu können, neigt vermutlich zu einschränkenden Interpretationen. Und so etwas kann dann sehr schnell zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Wahrnehmung, Denken und Handeln sind dann im Tunnelblick gefangen. E. Gefühle des Unbehagens. Viele Musikschaffende haben von ihren Gefühlen der Angst und des Unbehagens berichtet. Es ist dann so, als ob sich ein überwältigender Drang meldet, ein Drang, die Situation um jeden Preis zu entkommen. Und das ist die Auftrittsangst. F. Besorgnis. Viele Betroffene machen sich schon Wochen oder Monate vor einem musikalischen Auftritt Sorgen. Das ist ein häufiges Anzeichen für Auftrittsangst. Einige können schon ewig vor einem Auftritt oder sogar vor einer Probe nicht mehr schlafen. Und das wiederum belastet zusätzlich. Ein bisschen Sorge und ein paar Befürchtungen, denen wir begegnen können, sind in Ordnung. So etwas treibt uns mitunter voran. Wir bereiten uns noch besser vor. Doch wenn wir uns zu viele Sorgen und Ängste machen, drückt das auf die Seele und macht unglücklich. Ich weiß, dass es schwer erscheint, sich aus dieser Falle zu befreien. Doch es ist möglich und es ist schon vielen gelungen. G.
das Gefühl zumindest durchhalten zu müssen. Betroffene berichten häufiger vom Gefühl, dass sie bei einem Auftritt nur durchhalten wollen. So als ob sie es so schnell wie möglich hinter sich bringen müssten, damit sie ihren Schmerz beenden können. Und das ist auch wieder die Auftrittsangst. Solch ein Auftritt darf Freude machen. Und das würde dann wiederum positive Prozesse im Körper auslösen. H. Perfektionismus. Perfektionismus ist ein häufiges Zeichen für musikalische Leistungsangst. Das Gefühl, dass alles genau richtig gemacht werden muss und dass jede Abweichung eine Katastrophe darstellt, so etwas macht es nicht gerade gelassener. Gute Arbeit leisten zu wollen ist gut. Sich zu engagieren ist bewundernswert. Kampf hingegen macht vieles schwerer und schlechter. Das ist der Gedanke, sich selbst an einen unmöglichen Standard halten zu müssen, der einen ängstlichen Zustand im Körper erzeugt. Betroffene machen es sich selbst schwer, wenn sie das tun. Ironischerweise wird es helfen, ihre Arbeit besser zu machen, wenn sie sich einige Fehler erlauben. Denn dann werden sie entspannter sein. Und dadurch geht dann einiges leichter von der Hand oder womit auch immer Musik gemacht wird. Selbsthilfe. In einigen Beiträgen biete ich Anregungen, was Betroffene selbst tun können, um die Auftrittsangst zu mindern. Doch ab einem gewissen Punkt ist es wichtig, auch professionelle Unterstützung zu nutzen. Hilfe bei Auftrittsangst und Co. Viele Wege haben sich bewährt, um der Auftrittsangst zu begegnen. Nachdem durch eine medizinische Untersuchung körperliche Ursachen ausgeschlossen wurden, bietet sich die Wahl einer passenden Therapiemethode und eines kompetenten Therapeuten an. Zum Glück gibt es eine Vielzahl wirkungsvoller Techniken, die im Zusammenhang mit Lampenfieber, Auftrittsangst bzw. Bühnenangst zum Einsatz kommen. Mit Hypnotherapie, als insbesondere im Vergleich zur klassischen Konfrontationstherapie, sehr sanfte, sehr schnell wirksame Methode, lässt sich der Zugang zu eigenen, ungenutzten Ressourcen finden. Wenn erforderlich, wird an den Ursachen hypnoanalytisch gearbeitet, wobei Ziel ist es, die Auftrittsangst aufzulösen und im Kontakt mit den eigenen Ressourcen den Auftritt zu meistern. Es gilt, hilfreiche Zustände zu fördern. Zustände, die das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen steigern. Viele bewährte Interventionen werden durch Trance noch intensiver. Förderliche Zustände werden erfahrbar und bisher ungenutzte Ressourcen werden aktiviert. Je mehr wir in der Lage sind, krampfhafte Kontrolle abzulegen, desto mehr innere Sicherheit wird erlebt. Doch das ist oft mit bewusstem Willen nur bedingt möglich. In Trance ist das deutlich leichter. Durch geeignete Methoden können die zugrunde liegenden Konflikte aufgelöst werden. In Trance können die Ursachen ermittelt und durch das Lösen unbewusster Konflikte der Vergangenheit werden Wahrnehmung, Denken und Handeln in der Gegenwart verändert. Einschränkende Konditionierung lässt sich auflösen und neue förderliche Denkmuster fördern. Betroffene fokussieren sich mehr und mehr auf das Zielbild anstatt auf das Problem und einschränkendes Kopfkino durch angenehmes Erleben abgelöst. Schon die veränderte Fokussierung verbessert oft die Situation. Einfache lernbare Techniken erweitern die persönliche Einflussnahme zusätzlich. Das innere Gleichgewicht ist wesentlich und deshalb verdient es Aufmerksamkeit. Insbesondere tiefe Trance wirkt sich sehr positiv auf die Selbstorganisationsfähigkeiten von Körper und Geist aus. Patienten berichten, dass sie sich insgesamt aufgeräumter und wohler fühlen. Die Anzahl der erforderlichen Sitzungen ist so unterschiedlich, wie es die Persönlichkeiten und Erfahrungen der Betroffenen sind. Für die Behandlung sind im Durchschnitt 3 bis 6 Sitzungen erforderlich. Meist lässt sich das durch die Patienten nach der 3. Sitzung selbst einschätzen. In besonders dringenden Fällen berichten Betroffene, dass sie sich nach einer einzelnen, intensiven Einzelsitzung in der Lage sahen, Auftritte zu meistern, die sie kurz vorher noch absagen wollten. Und nun?
mögen diese Informationen dazu beitragen, besser zu verstehen, was es mit der Auftrittsangst auf sich hat und vor allem Mut machen, sie aufzulösen. Besteht Interesse daran, beantworte ich hier in den Kommentaren noch Fragen, die für alle von Interesse sind. Überhaupt freue ich mich über respektvolle Kommentare, Erfahrungen und Austausch. Das tut allen Beteiligten gut, wenn Menschen sich gegenseitig Mut machen. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.